Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zum neuen Case Opening und zwar dieses Mal wieder mit 10 Chroma 2 Cases und ich würde einfach mal sagen, ich starte einfach mal so. Ich erhoffe mir jetzt mal, fängt immer gut an, einen blauen Stat Track, finde ich gut. Weil ich habe noch ein paar blaue Stat Track Sachen, die können wir mal. Muss ich dann gucken, ob es sich überhaupt lohnt, einen Trade-Up machen. Aber was ich sagen wollte, ich erhoffe mir eigentlich nicht so viel aus dem Case-Opening, denn ich habe die letzten zwei Wochen zwei größere Case-Openings gemacht, aber leider ohne Aufnahme. Doch, bei der einen habe ich sogar aufgenommen, das war das 50er Case-Opening. Und da habe ich ja danach dann nochmal 50 aufgemacht ohne Cam oder ohne Video und also so viel, was mir Gaben jetzt das spendiert hat, denke ich jetzt nicht, dass da dieses Mal oder heute besser gesagt irgendwas Gutes rauskommen wird, aber ich bin natürlich immer noch erhofft oder dass zumindest mal Lila rauskommt, ja, nicht diesen blauen Scheißdreck. Außer Statcheck, der blaue Scheißdreck. Dann können wir noch drüber reden. Aber ich habe hier so ein Special Item bekommen. Und da war halt einfach ein Karambit Marble Fade, Fire and Ice drin. Ja, also das war eigentlich schon mega geil einfach und da ich also beschweren kann ich mich da nicht, ja, es ist einfach geil, dieses Sniper zu spielen. Kannst du gleich jemand zeigen nach der letzten Case hier so und noch mal eine MP7. So, ich kann es euch mal kurz zeigen, hier, ja, Marble Fade habe ich umgenannt in Fire and Ice, einfach nur mega geil, ja, und lassen wir mal kurz gucken, können wir Stat Track können wir nicht machen, schade, habe ich da ein paar verkauft, ja, scheint so, hier ist dann auch bald nochmal ein Giveaway. Also ein Giveaway ist auch bald wieder geplant. Und ich kann aber einen blauen Trade-Up machen. Pff, ja, warum nicht? So. Was kommt raus? Eine Maximum. Wow. Den fehlt das. Naja, gut, also war's es und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.